Hallo, willkommen auf meinem Kanal MacMaverick. In diesem Video möchte ich euch einmal zeigen, wie ihr aus einer herkömmlichen Getränkedose einen WLAN-Verstärker bauen könnt. Dazu nehmt ihr einfach ein Cuttermesser und schneidet erst einmal oben den Deckel raus. Seid dabei vorsichtig, dass ihr euch nicht am Messer und an der Dose schneidet. Wer kein Messer zur Verfügung hat, kann das Ganze auch mit einer Schere machen, wie ihr seht. Allerdings, wenn man das zu oft macht, wird die Schere dabei stumpf, deshalb empfehle ich ein Cuttermesser. Wenn ihr nun den Deckel oben abgeschnitten habt, schneidet ihr hier längs eine Linie herunter. Auch das könnt ihr wieder mit Schere oder Cuttermesser machen. Nun müsst ihr hier noch am Boden etwas abschneiden. Ihr schneidet jetzt aber hier nicht den Deckel ab, sondern ihr schneidet das Ganze ungefähr nur bis zu diesen Kanten, wo sich hier meine Zeigefinger befinden, auf. Auch das macht ihr wieder mit einem Cuttermesser oder mit der Schere. So, nun habe ich das Ganze so weit, dass ich das aufklappen kann. Was jetzt noch fehlt, ist hier unten im Deckel ein Loch, damit ich das Ganze auch mit der Antenne verbinden kann. Dafür kann man jetzt einen Bohrer nehmen oder ihr nehmt einen spitzen Gegenstand, wie ich hier die Schere. Das ist etwas mühseliger, aber es wird auch funktionieren. Und dann mache ich da jetzt hier ein Loch hinein. So, jetzt ist das Ganze soweit konstruiert. Jetzt werde ich es mal oben an meinen WLAN-Router anbringen und dann mal schauen, wie sich das Ganze verstärkt. So, ich bin jetzt hier im Hausflur relativ weit von meinem Router entfernt. Der ist nämlich bei mir im Büro. Und wie man hier sieht, habe ich halt nur zwei Striche Empfang. Und ich habe hier das Blatt genommen, um die anderen WLAN-Netze hier in meiner Umgebung mal abzudecken, aus datenschutztechnischen Gründen. Und jetzt werde ich das Ganze mal verstärken und dann nochmal überprüfen. So, dann werde ich jetzt mal den Verstärker anbringen und das Ganze mal überprüfen. So, und wie man jetzt hier erkennen kann, habe ich zwei Striche dazu gewonnen, also eine deutliche Verstärkung. Ja, ich hoffe, euch hat mein Do-It-Yourself-Antennenverstärker gefallen. Wenn ja, dann gebt mir doch einen Daumen nach oben. Wer mich noch nicht abonniert, kann das gerne machen. Dann seht ihr auch meine nächsten Videos. Ich sage bis zum nächsten Mal. Euer Mac Peverick.